Holzhacken, 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 Holzhacken. Ja, ich habe da mittlerweile eigentlich schon ziemlich guten Plan entwickelt, wie man denn hier auf die Bäume raufkommt. Richtig, Leute, willkommen. Wieder mal eine neue Folge von Minecraft. Ja, nachvertont. Und dann kann man nämlich hier drüben auf den Baum hüpfen und den von oben nach unten durchhacken. Und dann können wir wieder zurück auf den anderen Baum und an ihm nach oben klettern, um ihn dann selbst von oben nach unten durchzuhacken. Oder so ähnlich. Hört sich jetzt nicht so ganz richtig an von der Grammatik, aber ja, fast. Ja, ich weiß, wie gesagt, schon länger jetzt wieder keine Folge mehr gewesen. Ganz Stückchen länger. Tut mir auch ehrlich leid. Aber ich habe sogar eine Ankündigung zu machen, die ich dann erst diese Folge auch wirklich bringen wollte. Denn ich werde das Ganze vorerst noch einmal pausieren lassen. Also nicht nur Minecraft, sondern alles. Wahrscheinlich wird das aber eher die Leute von Minecraft hier jetzt jucken, die das Video sehen. Gehe ich zumindest mal davon aus. Ja. Wieso? Die Frage ist berechtigt. Und die Antwort ist eigentlich so ziemlich banal. Die Uni. Ja, die liebe Uni, die mich von morgens bis abends bei diesen schönen Klängen, die ich nun vernehme, ja, fest in ihrem Bann hält. Da sollte man wohl nicht runterfallen. Könnte wehtun, aber da lässt sich bestimmt noch einiges draus machen. Moment, dann müssten wir doch da unten. Müssen wir doch eigentlich da unten in der Nähe rauskommen. Mal sehen. Erstmal hier nach unten. Und wieso wächst da in der Ecke Gras? Ja. Na dann. Stimmt, hier unten waren wir und ja, genau, jetzt weiß ich auch, was passieren wird. Eigentlich nicht mehr allzu viel. Aber ja, an sich birgt das ziemlich viel Platz und Zeit für irgendwelche Gespräche und sonstiges. Wo war ich? Ja, ach so genau, in Richtung Uni. Ja, momentan ist da echt ein Haufen Stress. Und ich komme leider abends erst spät nach Hause. Teilweise muss ich die Woche sogar arbeiten und da ist das Ganze momentan ein wenig eng. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt vorerst mal Let's Plays, also alle Let's Plays zu pausieren. Und erstmal gucken, wo mir der Kopf steht danach. Und dann womöglich bei Gelegenheit ein bisschen was aufnehmen. So, wenn dann mal wieder Zeit ist, aber so bis da wenigstens, dass vorerst mal nichts kommt. Und hängt dann nicht so in der Schwebe und fragt euch, ja, wann kommt neue Folge, wann kommt nicht und kommt überhaupt noch was? Hat der Mensch es nicht schon längst aufgegeben? Und so weiter. Dem Ganzen möchte ich ein wenig vorbeugen. Und ich muss sagen, irgendwie hört sich das ein bisschen nach Zelda an. Moment, da muss ich mal ein bisschen mein Headset jetzt lauter machen. Also ich weiß ja, dass das von dem Spiel selbst ist, sofern ich mich da jetzt nicht vollständig irre, aber es hat irgendwie ein bisschen was von Zelda. Und wieso ist der Baum so schnell gewachsen? Ja, wobei Final Fantasy könnte auch hinkommen. Vielleicht davon inspiriert. Aber ich möchte jetzt nichts unterstellen an irgendwelche Entwickler. Gut, was brauchen wir noch? Wir haben Cobblestones ohne Ende. Glas brauchen wir, genau. Denn ich lasse jetzt einfach mal sinnfreierweise die Tür offen stehen, nicht Idiot. Na, da wird wahrscheinlich dann am nächsten Tag was Schönes auf uns warten. Aber ich habe keine so dumme Idee. Und ja, da sollte man runter. Hip. Und
Ja, zu schnell sollte man nicht runterrennen, sonst ist man da wahrscheinlich dann runtergefallen. Gut. Was gibt's denn hier noch so? Ach so, genau. Und das da unten kommt weg. Und das da möglichst noch weg. Und tschüss. Guten Flug. Dann wird da das Glas dran gesetzt. Dann bekommen wir hier nämlich einen schönen breiten Boden. Und wir können schön nach unten gucken. Da war die Schaufel weg. Gut, dann eben ohne Schaufel weiter. Hep, hep, hep. Und hep, hep. Na, heppen wir? Ja, hep. So, und das da weg. Und das war jetzt nicht so intelligent, oder? Nee, war es nicht. War nicht intelligent, mein Lieber. Nee. Irgendwie nicht, nee. Schaufel, Schaufel, Schaufel. So. Und hier noch was, da noch was und was macht man da? Naja, okay. Erstmal das Ding da unten, die braune Grütze weg. Sieht ja an sich in dem Texture Pack irgendwie ein bisschen nach anderem aus, nur nicht nach Erde. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Der Denker ist das Schwein. Entschuldigung. Gut. Die Erde kommt da dann halt auch ein bisschen weg. Wieso auch nicht? Dann wird hier noch zugebacken. Und ich weiß jetzt gar nicht, was die Tageszeit sagt, aber ich glaube, ich sollte mich an der Stelle dann doch mal ein bisschen beeilt haben. Nicht, dass da womöglich nachts was von oben runter plumpst. Und irgendwelche Gestalten. Wieso habe ich das eigentlich mit Stein zugemacht? So toll sieht das doch gar nicht aus. Habe ich das wirklich mit Stein gelassen? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee. Das sieht doch bescheuert aus. Kann man nicht anbieten. Das würde ich nicht mal meiner Oma verkaufen. Also nicht, dass ich das jemals würde, aber. Nee. Gut, dann eben den Müll wieder weg. Und das da und das da. So, und jetzt stattdessen das Glas dran. Dann haben wir hier unten zum einen mehr Licht. Und genau, wir sehen. Blödes Schwein. Geh weg. Mistvieh. Ja, und lässt uns nicht mal Fleisch da. Mistvieh. Ja, und wir sehen, wenn dann was runterkommt. Wie eben. Nur, dass das dann womöglich auf dem Glasdach zurückbleibt. Okay, hier könnte man. Moment, Moment, Moment. Ja. Das war nicht so intelligent. So, zu. Das da weg. Und das da weg. Und, wobei, da könnte man doch dann eigentlich. Wenn man dann. Da. Müsste das doch. Ja, machen wir das mal so. Da wird das Ganze jetzt hier mal nochmal weggekloppt. Und das hat den ungemeinen Vorteil, dass es jetzt ungünstigerweise dunkel wird. Steine, bitte setzen heute noch dahin und na komm, setz die Steine. Sei brav, setz die Steine. Setz brav die Steine. Na gut, dann von mir aus die Erde. Hauptsache hier ist dicht. Gut, Fackeln wären nicht schlecht. Setzen wir mal, wo setzen wir die denn dran? Da und da. Und jetzt sind wir out of Fackeln. Gut, was soll's. Wir sind hier unten relativ sicher. Solange halt nichts von oben kommt und uns da irgendwie von ungetümlicher Seite entgegenschwirrt, um sie zu finden, den einen, nee, um ihn zu finden.
Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, Herr der Ringe ist lange her. Ja, mittlerweile habe ich gemerkt, dass Skyrim und Battlefield 3 draußen sind. Ich muss zugeben, mich würde es auch mal reizen, einen Shooter zu spielen. Ich habe mir da auch schon diverse Shooter mal angeguckt und ich bin aber irgendwie noch ein bisschen unschlüssig, weil, naja, ihr kennt die Höllenforschung bei Minecraft. Ihr wisst, was passiert, wenn ich mich erschrecke und ich weiß nicht, ob ich das euren Ohren antun möchte. Ja. Außerdem wird das wahrscheinlich sowieso in einem puren Gefehle enden, da ich Shooter irgendwie absolut nicht, also wirklich absolut nicht kann. So, die Kohle nehmen wir erst nochmal mit, denn wir brauchen ja schließlich wieder mal ein paar Fackeln. Also Fackeln in Form von brennenden Stücken, nicht schöne Frauen. Wow, das ist aber gar nicht mal so wenig hier hinten in der Ecke. So, das ist wohl eine richtige Ader. Also Erzader, Kohleader und so, ne? Also nicht das, wo durch Blut durchfließt. Wobei, wäre eine Idee. Mir kommt eine gute Idee für ein Texture Pack. Eine sehr gute Idee. Ja, du, mein Lieber, bevor man Fackeln macht, bräuchte man Stöcke. Richtig, hast du gut erkannt. Naja, was soll's. Die Fackeln, wo setzen wir erstmal hier wieder zumachen? Und da hinten. So, da, die Lücke können wir lassen. Da kommt wohl momentan nichts runter. Gut, dann hauen wir uns nochmal bis da hinten hindurch. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir im Berg sind, wie tief wir sind und was uns hier noch so alles erwartet. Aber ich hätte nichts dagegen, so langsam mal ein wenig Eisenerz oder ähnliches zu finden. So, Iron Ore. Wie es die Engländer sagen, Iron Ore. Und da. So. Ja gut, dann eben noch ein Stückchen und noch ein Stückchen. Ja. Und die Fackel sollte man vielleicht nicht direkt wieder von der Wand abhauen. Das war auf der Höhe von da, da, da. Nee, oder? Mein Lieber, da hast du doch eben was falsch gemacht, oder? Nee, hast du nicht. So ist brav. Hast du fein abgebaut. Ja, ein feiner, kriegt der nachher ein Leckerli. Also ich glaube, das Bitterste wäre jetzt wirklich, wenn man hier eine Höhle findet und da direkt Zombies oder sowas rausgestürmt kommen. Also das wäre, glaube ich, nicht so praktisch. Wobei ich am Überlegen bin. Nein, nein, das mache ich nicht in der Let's Play-Welt. Nicht in der Let's Play-Welt, nein. So viel spoilere ich mich selbst nicht. Also mir. Mich, mir, spoilern. Ach, was auch immer. MC, das ist ein bisschen übertrieben an dieser Stelle. Dass man sich mal anguckt, wo die ganzen Sachen sind. Nee. Das ist dann doch ein wenig zu langweilig. Wobei ich natürlich auch schon von Texture Packs gehört. Jo, Hallöchen. Ist da jemand? Oh, da unten ist ein Creeper. Hallöchen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das mal eins weiter draußen. Dicht. Oder ich setze direkt Glas rein. Na gut. Dann setze ich eben direkt Glas rein. Okay, dann würde ich sagen, hören wir mit diesem Gang mal auf. Da haben wir jetzt ein Gläschen drin. So, von da kommt nichts. Da hinten kommt auch nichts. Dann könnten wir doch eigentlich jetzt hier weiterarbeiten. Habe ich gemerkt, dass da oben? Nein, da fehlt ja gar nichts. Ach jo. Erstmal den angefangenen Cobblestone verwenden. Nee, da ist doch ein.
Nee, ja, jetzt fällt es mir endlich mal auf. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich brauche aber teilweise echt lange. So. In Ordnung. Sieht doch schon mal ganz schön aus. Mal gucken, da kommt nichts. Okay, der Tag ist noch weit. Glaube ich zumindest. Gut, dann eben hier ein wenig weitergezwiebelt. Ja, wieso gezwiebelt? Weil wir hier durch viele Schichten müssen. Ähnlich einer Zwiebel, die sieben Häute hat. Hat sieben Häute, beißt alle Leute. Ja, entsprechend müssen wir uns jetzt hier mal irgendwie durch die Gegend buddeln. Aber das mit dem Boden sieht immer noch dämlich aus, nur dass ich das irgendwie die ganze Zeit nicht schnalle, ärgert mich ja schon so ein bisschen beim Nachvertonen. Ach ja. Gut. Okay, wenn ich mich nicht irre. Ja, erst nochmal schön was futtern. Mit Schwertchen in der Hand und Pixel im Gesicht. Nee, da, ja. Wie gesagt, ihr habt die Infos gehört. Vorerst dann leider eine Pause. Und wir sehen uns dann, ich denke mal, kommendes Jahr wieder. Ich gebe mein Bestes, vielleicht immer vorher was zu machen. Aber bis dahin würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Tschüssikli!